Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Heute möchte ich mit euch einen Brotaufstrich machen und zwar eine Nuss-Nougat-Creme. Es kommt nicht ans Original ran. Ihr wisst schon, was ich meine mit N fängt an und Ella hört's auf. Aber es ist eine tolle Alternative. Wir legen jetzt natürlich auch gleich los. Wir benötigen 50 Gramm geröstete Haselnüsse. Ich habe es von einer ganz lieben Sorpäckchen bekommen. Die Person weiß, wen ich meine. Sag auch ganz lieben Dank dafür. Wenn ihr keine gerösteten habt, sind ja auch schwer im Geschäft zu erhalten. Tut einfach 50 Gramm in der Pfanne anrösten, ohne Fett, ohne nichts. Einfach in der Pfanne anrösten, lasst es auskühlen und dann habt ihr auch die geröstete Haselnüsse. Also 50 Gramm Haselnüsse. Werden jetzt eine Minute auf Stufe 10 zerkleinert, also gemahlen. Eine Minute auf Stufe 10. Meine Minute ist vorbei. Ich muss jetzt mit dem Spatel nach unten. Dann zeige ich es euch. So sieht es jetzt aus. Unser Paste, ja, oder unsere gemahlene Nüsse, ihr werdet sehen, das ist wie so eine Paste, tun wir umfüllen. Oh, es riecht. Jetzt nochmal, damit ihr seht, wie das jetzt aussieht. Als nächstes fügen wir 250 Gramm Butter in den Mixtopf. Also ich habe jetzt weiche Butter, die so Zimmertemperatur hat. Zu unserer Butter fügen wir 100 Gramm Nuss-Nougat dazu. Das ist so, ja, gibt es in den Backabteilungen zu kaufen, entweder in so einem Block oder in so Becher. Das ist so eine Creme. Also Nougat. 150 Gramm. Also wie gesagt, das findet ihr in der Backabteilung. Weil man das auch zum Backen für Pralinen hernimmt. Das ist etwas fester. Das kriegt man schon raus. Wird unsere Butter und unser Nougat erwärmt und zwar 3 Minuten auf 50 Grad Stufe 1. Unsere 3 Minuten sind vorbei. Was ihr noch dazu sagen wollt, wenn ihr Butter aus dem Kühlschrank habt, die ist natürlich fester, müsst ihr natürlich Zeit dazugeben. Ich würde es 3 Minuten dann genauso machen und dann mal reingucken und dann immer also 1 oder 2 Minuten noch dazugeben, weil die kalte Butter braucht ja länger, bis sie sich erwärmt. So schaut das jetzt aus. Auf dem Messer ist jetzt noch Butter drauf. Die tue ich jetzt nach unten schubsen.
jetzt, was da am Rand auch noch ist. So, jetzt hat sie. Zu unserer Butter-Nougat-Masse fügen wir jetzt unsere 50 Gramm gemahlene, geröstete Haselnüsse dazu. 20 Gramm Backkakao. Und eine Dose gezuckerte Kondensmilch. So sieht das aus. Das ist so eine Pampe. Man kann, also das gleiche wie das Milchmädchen. So karamellisierte Zucker. Kondensmilch gibt es meistens in den russischen Läden. Aber ich habe sie auch schon im Kaufland gesehen. Das fügen wir jetzt eine ganze Dose dazu. Das sind jetzt 397 Gramm, also 400 Gramm gezuckerte Kondensmilch. Ich habe sie auch schon mal selber gemacht. Eine Dosenmilch praktisch im Wasser langsam über mehrere Stunden gekocht, um zu testen, ob das ein Unterschied ist. Aber ich merke da keinen und dann bin ich doch eher auf die bequeme Variante und nehme sie mir immer mit, wenn ich sie sehe. Diese Zutaten werden jetzt 30 Sekunden auf Stufe 4 vermischt. 30 Sekunden auf Stufe 4. Und meine Nuss-Nougat-Creme oder mein Nuss-Nougat-Brotaufstrich ist jetzt fertig. Ist jetzt noch etwas flüssig, aber im Kühlschrank wird sie fest. Ich koste. Heute ist es kein Senf. Lecker, schmeckt das. So, ich fülle es jetzt in meine Gläser. Eine kleine Schale. So, jetzt habe ich mir nur eine kleine Schale geholt. Tue ich den Rest noch hinein. Also ihr merkt schon, das wird jetzt schon ein bisschen dicker, die Masse. Im Kühlschrank wird sie natürlich noch fester, aber es wird dann so wie so eine cremige Masse durch die Butter und durch das Milchmädchen, was da drin ist. Im Kühlschrank würde ich jetzt sagen, haltbar 4 bis 6 Wochen. Ergeben tut es. Wenn ihr das jetzt auch noch in ein Glas gefüllt hätte, 3,5 bis 4 so kleine Gläser. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.